So, hallo und herzlich willkommen, GrachTV hier am Start. Ja, Tim und ich sind jetzt gerade auf dem Weg hier Stämmchen holen und wir hören schon wieder jemanden schreien. Das ist ja, bestimmt aber Tim. Laut. Ja. Richtig laut. Das ist bestimmt Tim. Der hat geschrien, der hat einen Orgasmus bekommen, Leute. Das dürft ihr ihn aber nicht verraten. Oh, sind draußen, sind 1, 2, 3, 4. Ja, warte, ich. 5, lass 6. Ich will rein, ich will rein! Mama, ich will rein! Komm rein! Mama! Alter, die zerdeppert unsere Mauer, ne? Oh fuck. Reparieren, was der Arzt. Komm rein! Komm! Ja, komm! Alter, Digga, was geht denn hier draußen ab? Die machen uns die Mauern kaputt. Wir müssen die zwischendurch mal reparieren. Ja, ich hab ihn schon, aber. Alter, wie Zeit da der Turm fertig wird, dass wir mal rausgucken können. So, da ist einer. Ja, da ist einer, das sind. Ja, aber. Ja, ich zähle mir gerade hier erstmal welche zusammen. Also, einer ist schon mal platt. Ich repariere auch direkt die Mauer hier, wo ich hier bin. Da kommen die nächsten und die sind am Eingang direkt. Okay. So, der nächste ist auch platt. Hinter dir ist einer. Den nehme ich mir. So, geil. Ich habe mal eben drei Stück gleichzeitig. Oh, scheiße. Ich habe kein Baumharz mehr. Ich kann die Mauer nicht reparieren. Ich habe kein Baumharz. Hier. Nimm das! So. Ich höre immer noch welche. Da vorne ist einer mit Lampe. Warte mal, einer. Ey, hier sind noch zwei am Haus. Hier. Der hat eine richtige Taschenlampe, der Penner. Der hat eine Taschenlampe? Der hat auf dem Kopf, also eine. Wo kommt der her? So, der nächste. Boah, da haben wir ja hier richtig abgeschlachtet, ey. Ja, richtig viele Köpfe hier. Ja, jetzt haben wir mehr als Köpfe, mein Freund. So, wenn wir uns jetzt hier, jetzt schlachten wir den mal schön ab. Ich bring mal ein paar Köpfe mit nach Hause. So, einen Kopf brauchten wir ja noch. Ja, der zeigt mir jetzt aber irgendwie vier an, ne? Ne, doch nicht. Ja, ein. Ja, ich bring den mal eben weg. Kannst du gucken, dass du die Mauern reparieren kannst, weil ich habe kein Baumharz mehr. Ich auch nicht mehr. Scheiße. Der nächste Angriff überleben wir sonst nicht. Den reißt uns die Mauer weg. Dann müssen wir gleich ein paar Bäume einfach mal fällen. Müssen wir eine bessere Mauer bauen. Ja, und Bäume direkt fällen. Können wir davor bauen, also vor die Mauer oder knapp dahinter? Ja, es regnet. Unser Wassertank wird gefüllt. Juhu. Hui. So, okay, der Head ist fertig. So, uns fehlen noch 28 Holz und 3 Sticks. Ja, geil. Aber die gehen auch irgendwann kaputt, ne? Oh, okay. Irgendwann geht das Feuer aus. Wo brauchen wir Sticks nochmal? Hinten für den Wachturm. Ach so. Da brauchen wir noch Sticks. Ich habe auch nur einen dabei. Oh, ich brauche, muss was zu essen haben. Ich habe 3. Hier liegen, überlegen hier Beine rum, ey. Ist das ekelhaft, ey. Naja, Beine wollte ich auch wegpacken. Hab ich schon, lol. Was haben wir hier? Hier liegen auch noch Beine. Auch lecker. Also Leute, wenn ihr mal auf einer Insel kommt, wo mehr als ein Bein rumliegt, wisst ihr, dass Tim und ich am Start waren. Wir metzeln einfach alles hier nieder, was geht. Und mir ist aufgefallen, sensationell ist, dass ich noch nicht einmal gestorben bin. Krass. Ja. Ich hab's geschafft, noch nicht einmal zu sterben. Da hat ja Tim schon seine 3-mal weg oder so. Ja, 5-mal. 5-mal schon? Locker. Alter. Okay. Hallo. Ich gönne mal eine Prise Bein. Ja, aber ich glaube, die Kerzen, die brennen echt ewig, oder? Ja. Sehr war ja. Die kannst du ja noch nicht mal an- oder ausmachen. Ja, der Turm, der braucht echt nicht mehr so viel. Warte, den einen Stick, den packe ich da noch rein. Oh Mann, ich sehe einfach hier nichts. Ich nehme mal die Taschenlampe. Nur das Feuerzeug. Ja, oder genau, Feuerzeug. Aber die Taschenlampe leuchtet aber auch generell weiter. Logisch. Aber ich will eh wieder Tag. Ja, und ich höre bei uns welche. Oh, 3 Stück draußen. 3?
Ja, ich gehe wieder rein, ich hab kein Leben. Okay, ja, ich sehe sie. Jetzt wird Kirmes hier. So. Du musst mich auch treffen, mein Freund. Oh, der rennt weg. Du bist noch nicht fertig, bleib stehen. So, eine Hand weniger. Nee, geh weg von mir. So. So, ich glaube, der ist tot. Ich musste nur noch eben kurz ein paar Beinchen abhauen, dann kann er schon mal humpeln. Ja, ich brauche Totköpfe. Also müssen wir auf Feuer legen und drauf lassen. Ja. Was rollt da? Da hinten rollt ein Kopf, den nehmen wir mal mit. Hier liegen überall Beine. Boah, ist das ekelhaft, ey. Das ist doch schon nicht mehr also VS, das ist doch schon hier irgendwie ein Zombie-Abmetzelspiel, ey. Hammer. So, okay, ich gehe mal wieder Richtung Wald. Ah, da läuft auch. Ja, fäll mal Bäume, damit du Baumharz bekommst. Ja, eben. Ich hau mal ein paar Bäumchen hier weg. Bäumchen! Hier liegen auch überall Bäume. Das Lagerfeuer hin. Ja, das ist ja eben bei uns die Frage. So. Hä? So. Mal eben kurz warten, ich muss mal kurz energieren. Ich hab nur 3 Sticks, ich kann gar kein Lagerfeuer bauen, oder? Weiß ich nicht, mit wie viel man Lore braucht. 2 Sticks, ein paar Blätter, braucht man hierfür. Ja, Blätter, da kann ich nicht mit tot schmeißen, haben wir 176. Hammerhart, ey. Blätter, die glaube ich gehen nie leer. Nur Baumharz wäre mal schön. Habe ich schon wieder was? Ja, ich habe schon wieder 5 Stück. Gut. Sehr gut. Ja, wegen Mauer reparieren und so, ne? Ist ganz wichtig. Ich fäll einfach mal hier ein paar Bäume. Da rennt wieder ein Spasti. Ich habe aber keine Zeit für dich, Junge. Oder du hilfst mir mit beim Holzhacken. Komm. Komm, wir werden Freunde auf der Insel. Du bläst mir ein, ich blass dir ein, hä? Ich hab dir meine Freundschaft angeboten, der will nicht, also schlachte ich dich! Wie richtig Vergewaltiger. Vergewaltiger? Ja. Entweder dich gefickt oder geschlachtet. Eben. Bring Sticks mit, ich baue einen neuen Futternapf. Okay. Hab ich, glaube ich, überhaupt. Ja, muss ich gleich mal sammeln. Ich fäll erstmal ein paar Bäume für Baumharz. So. Hä? Schon wieder keine Energie. Aber wir haben schon ordentlich was zusammengekriegt. Geld haben wir 64 plus. Ja. Hauptsache Geld haben wir. Eben, Hauptsache Geld ist da. Das ist auch geil. Du fängst auf einer Insel an, hast Geld, aber. Ja, was machen mit dem Geld, ey? Im echten Leben wär's jetzt reich. Mit den paar Cent, die du da hast, ey. So, wie viel Baum. Ah, 5. Ah, wieder 2 Totenköpfe, sehr gut. Sauber, so viel fehlt uns ja nicht mehr. Also wenn du Holz suchst, ist auch genug da. Ich baue schon mal einen Wagen für drin. Ja, das wäre gut. Das wäre super. Ist ja auch mit das nächste, was wir brauchen, weil wir müssen ja umladen. So. Wagen. So. Den haben wir auch, da liegen noch Sticks. Da sind noch Sticks.
Oh, ich habe mich selber erschlagen mit dem Baum. Bett gibt es hier. Ja, aber ich weiß nicht, was man damit machen kann. Ich hab, weil das steht einfach nur als Deko im Haus oder keine Ahnung. Baden habe ich auch und zwei Betten. So, das Bau und zwei Betten. Das sind 18 Sticks, also sagen wir 18 sind 36 Sticks. Dann noch zwei Faden, die habe ich ja. So. So. Ich bringe schon wieder eine Karre Holz und eine volle Ladung Sticks, aber ich glaube, das Haus braucht auch noch Sticks, ne? Ja, damit wir das Haus gleich mal fertig haben, da den Turm. Achtung, da kommt einer Richtung unserem Haus gerannt, unserer Basis. Zwei. Ich zähle zwei. Nee, ich war bei uns im Haus. Ja. Die können mir nicht wehtun. So, ich brauche nur noch, nee. Wir brauchen 34 Dickies. Ja, das eine ist jetzt schon fertig. Jetzt fehlen noch auch nicht mehr so viel. Oh. Entschuldigung. So. Haben wir schon ganz schön was gebaut, ne? Ja, auf jeden Fall. Finde ich super klasse. Und viel gefunden. Danach müssen wir mal eine Entdeckungstour machen, mal eine nächste Aufnahmesession oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich mache nur nach der mal eine ganz kurze Pause. Aber ist ja noch 9 Minuten ungefähr. Geht ja noch. Ich werde heute schon alles fertig schneiden, fertig rendern. Ja, ich denke, das werde ich auch machen. Ich werde zwar die ganze Nacht wieder dran sitzen, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, zumindest am Rennen sitze ich lange dran. Hä? Wo Rennen auch nicht so lange. Rennen geht eigentlich voll schnell. Nee, Rennen geht eigentlich recht schnell, aber ja, stimmt. Geh weg! Ja. Na gut, ich kümmere mich drum. Ja, komm her, du Sch! Entschuldigung, jetzt wäre ich fast ausgerastet. Ja, die rennt wieder weg, ey, da habe ich keinen Bock drauf, ey. Ich glaube, die wollen. Ich weiß ja nicht, wie ich von vorne aussehe, ne? Aber ich glaube, die wollen mit mir nichts zu tun haben. Warum, weiß ich nicht. Bist du scheiß Japse. Ja, okay. Weil immer rennen sie dir hinterher. Da hinten sind noch mehr im Wald. Weißt du, von wo es einen von dir gibt, gibt es auch 81 Milliarden von dich. Ja, okay, deswegen hier haben die keinen Bock auf mich, okay. Ja. Scheiß drauf, hinter mir sind welche. Aber mich greifen ja eh nicht an. Immer nur dich. Traurig. Oh. Weil ich schwächer bin, ganz einfach. Ja, aber ich habe doch auch nicht mehr als du. Ja, Elis. Der Wagen ist umgekippt, scheiße. Ja, geil. Beide hinterher, ich glaube, ich will Hartz sammeln. Hartz, ja, lala. Geh weg. Ich renne sie weg. So. Dann machen wir mal den Wagen vor. Ich bin gerade ein bisschen, oh fuck, das ist auch einer bei mir. Wo ist der denn? Warum hast du einen Stein in der Hand, du Vogel? Ah, wir sind hier nicht mehr in der Steinzeit. Du brauchst keinen Stein in der Hand haben. Oh, lol. Wir haben mittlerweile schon eine richtig geile Eisenaxt. Da ist ja die Olle. Da bist du ja wieder. Doch was von, willst du doch was von mir? Ach, schon wieder nicht. Ey, komm, hau ab. Boah, hab grad schon schwarz gesehen. Brauchen wir hier. Nur Balken noch, okay. So, wenn das so weitergeht, dann, egal, ich komme zurück. Ich habe schon wieder eine ganze Tuche dabei. Ah, nur 20 Holzstämme. Cool. Ach, die sind zwei. Ja, da kommt gerade auch noch. Die rennen weg. Ich sag doch, die haben Angst vor mir. Siehst du da, zack, tschüss. Ich weiß nicht, was los ist, ey. Bin ich Babbo oder was? Du schiebst deine Karre, da kannst du gemütlich und die rennen weg. Ja, geil. Ach, ne? Kompass, dreh dich um. Links. Hallo, da ist ja mein Mäuschen wieder. Da, guck mal. Alter, ich weiß nicht. Vielleicht wissen die Schütteltasche oder so. Geil, Du musst bei Schütten immer Zeug verlassen. Stirb! So, und Kopf ab. Zack! Aber du hast relativ schöne Titten, muss ich sagen. Ich bin stolz auf dich. Hast eine gute Mama. So, und weiter geht's. Hallo? Holz. Kann ich leben nur mit den Tabletten und Pflanzen füllen oder? Ich glaube ja. Ja, scheiße. Wer weiß, was die sich noch einfallen. Also in 9 Tagen kommt der nächste. Ich weiß nicht, ob da was Großes wird. Oh! 47, uns fehlt nicht mehr viel. Wir brauchen noch 12.
Achso, wo hast du denn noch was gebaut? Wer braucht denn? Ach, die Bänke brauchen auch noch, ne? Ja. Ja. Okay. Hab mich gerade gewundert. Ich so, hä? Okay, ich hole nochmal eine Tour. Cool, dann kriegen wir sogar in dieser Aufnahme noch den Turm fertig. Finde ich gut. Finde ich sehr nice. Airwax. Wie gesagt, nachher mache ich mal eine ganz kurze Pause, ne? Mach das. Nur, dass du Bescheid weißt, dass du nicht weiter durch aufnimmst. So, hier liegen wieder ein Haufen voll Füße. Ich weiß... Ich schüttle nur noch mit dem Kopf. Ich finde das lustig. Ja, so lustig, ey. Überall, wo ich hinfahre mit meiner Karre, liegen überall Körperstückchen rum. Ja, du wirst ja bald alle abgeschlachtet haben. Von ja, ey, wenn das so weitergeht, echt, das ist ja schon wie in Japan, ey. Wie in deinem Heimatland. Wie in meinem Heimatland, richtig. Schade, dass man sich nicht selber sehen kann. Ich würde mich mal gerne sehen. Aber kann ich ja, ich gucke mir einfach ein Video von dir an, dann sehe ich mich ja. Und ich gucke mir ein Video von dir an, dann sehe ich mich mal. Ja, eben. Oh Mann, ey. Geil. Warte, ob du läufst, ich schlachte die Bäume ab. Ich bin fertig. Ich hab. Hier liegt noch ein ganzer. Oh, scheißegal, du transportierst das Holz. Ja, aber das lohnt sich nicht mehr. Gerade. Ich schaffe jetzt gerade noch das Hütchen fertig zu machen. Das Hütchen! Oh Mann. Hallo. Hallo. Bist du im Wald? Ja. Okay, ich habe einen Baum fallen hören. Mehr nicht. Überleg mal, ich konnte jetzt schon 3 Karren oder 4 Karren fahren, ohne Bäume zu fällen. Ist cool. So. Der Aussichtsturm ist... Oh, fuck, ich lasse alle Klötze fallen. Hallo. Einer noch. Der Aussichtsturm ist hiermit... Nein, 2 noch. Oh, einer noch jetzt. Fertig. Sauber. Ich gehe mal einmal drauf. Ich gucke mir halt einmal an das Teil von oben. Ich hab voll die geilen Schuhe, fällt mir gerade mal auf. Ja, geil! Tim, ey, ist das eine geile Aussicht hier oben? Warte. Ich setz auf jeden Fall hier oben auch eine Kerze drauf. Dann sollen wir mal einen riesengroßen Turm machen, einen ganz hohen. Ja, können wir mal irgendwann auf jeden Fall auch noch dabei bauen. Den setze ich am besten auf der Ecke hier. Scheiße, jetzt kann ich den doch da. Ein Schädel fehlt noch. Hast du noch einen normalen Schädel, so einen Knochenschädel? Ja, habe ich. Du musst du gleich mal hier auf der Kante fertig machen. Du musst einmal so hochspringen, so schräg, und dann kannst du den sehen. Warte. Dann ist die Lampe hier oben auch fertig auf dem Ding. Auf dem Ding. So, geil. Sieht gut aus hier, der Turm. Gefällt mir gut mit der Plattform. Ich glaube, hier setze ich mir auch eine Bank drauf. Dann halten wir immer so Nachtwache hier oben. Geil. Auch die Aussicht, der Wald ist schon echt komplett gerodet, da fehlt nicht mehr viel. Krass, guckt euch da mal an, wie viel die Bäume, die waren bis hier vorne. Bis hier vorne. Krass. Der ist da hinten in der, hier ist der Schädel, musst du nur einmal so schräg von der Seite oder hochspringen. Dann kommst du dran. Ja, sauber. Geil. Ist doch geil, die Aussicht, oder? Wie letztens bin ich gelaufen, und zwar bis zu dem Berg da vorne. Bin ich in den Berg reingefallen. Dann konnte ich in den Berg rumlaufen. Ja, geil. Das ist Eisberg, ne? Eisgebiet. Mhm. Geil. Ja, läuft. So, Leute. Und mit der... Okay, ich mach eine Verabschiedung mit der richtig geilen Aussicht hier. Und mit der geilen Aussicht verabschiede ich mich, euer Grachti. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Ja, bis zum nächsten Mal.